und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad mit den Kaiserschlüppis. Im Kaiserschlüppi. Im Kaiserschlüpfer. Ich sage immer Schlüppi, weil ich das so schön finde. Du darfst das. Wir sind die Schlüppis. Also machen auch Schlüppis. Tatsächlich, wir machen auch mehrere. Also es nennen uns auch ganz viele Schlüppis. Die Schlüppis. Die Schlüppis. Ja, völlig okay. Hallo, auch im Schlüppi, liebe Imke. Ich bin auch dabei. Schön, euch zu sehen. Ich hab auch einen Schlüppi an. Sehr schön. Ja, das war nicht die Frage. Das weiß man nicht. Aber man muss ja nicht immer nur sagen, was man gerade gefragt wird. So, frische Wechselschlüppi, jedenfalls so wichtig. Daniela, Julia. Wir sind bei Folge 3 unserer gemeinsamen Kaiserschlüpfer-Mamsterrad-Sonderstaffel. Es geht heute um das Thema Partnerinnenschaft im Wochenbett mit Kindern. Also es werden einfach immer viel mehr Menschen noch in dieser Familie. Und irgendwie ist es ja per se schon schwer, im Alltag mit insbesondere kleinen Kindern Paar zu bleiben. Und im Wochenbett noch einmal schwieriger. Absolut. Weil schließlich bist du ja jetzt ja auch wieder, oh, ich bin so gehässig gerade, aber ich sag's trotzdem, einfach weil ich's kann. Bist jetzt eine Woche zu Hause, was ist denn jetzt hier mit das, ne? Ich weiß gar nicht, ob man Sex sagen darf oder ob es dann gleich wieder rausfliegt. So. Sex. Beischlaf. Ist auch ein schönes Wort dafür. Mhm. Eheliche Pflichten. Liebe machen. Nee, eheliche Pflichten, finde ich. Den muss man ja nachkommen. Ganz schlimm, also das ist noch tatsächlich eine Idee der Nazi-Zeit. Gehört ganz fürchterlich, ja. Ja, wie ist denn das überhaupt, Partnerschaft nach und während Wochenbett? Individuell. Und auch hier machen wir eine kurze Folge draus. Wir können ja auch, sonst auch erstmal so mit zwei, also wollen erstmal so mit zweisam, also wieder Nähe, erzähl Zweisamkeit. Mal, ja. Das muss ja nicht gleich Beischlaf sein. Nee, genau. Nee, ich finde einfach, man kann ja auch, dass man einfach auch da so seine kleinen Mini-Nischen, also wie ich das mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Kind mache, auch mit meinem Mann, achso, ich darf nicht tippen, Entschuldigung, Mini-Nischen mache, dass man auch da einfach sagt, komm, wir heute Abend mal 10 Minuten, Viertelstunde, nur wir zwei mal reden, auch vielleicht mal langsam wieder anfangen zu kuscheln. Es muss ja nicht gleich... So, pass auf, und jetzt komme ich und sage, wann willst denn du noch kuscheln, wenn du ja permanent das ist ja Menschen an dir hast? Das ist jetzt gerade das Problem, boah, ich habe gedacht, und das ist auch das, wo du denkst, lass mich doch mal einmal 10 Minuten alleine, ständig klebt irgendwie jemand an dir und jetzt will, dann hast du die endlich im Bett, jetzt kommt der auch noch an und jetzt will der auch noch kuscheln. Ich will doch einfach nur mal das Wochenbett, meine Ruhe. Das heißt, Wochenbett ich habe ja auch noch im Zweifel Narben zu verlieren, ich habe noch Geburtsverletzungen. Also ich glaube, ich finde das total richtig, was du sagst, Julia, dass man irgendwann auch in kleinen Mini-Steps wieder aufeinander zugehen darf. Aber ich halte ganz groß meinen Finger hoch, nicht im Wochenbett. Nein. Muss gar nicht. Gar also war nicht. Für mich auch sowieso völlig utopisch. Aber ich finde aber auch, ich meine, so eine Nähe, mal Händchen halten oder das sind ja auch Sachen, die irgendwo eine Zweisamkeit und Partnerschaft sein. Auch wenn ich sage, ich mag jetzt gar nicht in den Arm genommen werden, aber dann halte ich Händchen im Bett. Ja. Ohne Scheiß machen wir heute noch. Ich mag das total gern, weil es gibt ja ganz viele Menschen, die gar nicht so eingekesselt schlafen wollen oder sowas. Händchen halten, das sind schon mal irgendwo ja auch Punkte, wo man sagt, oder ja, in den Arm nehmen. Finde ich nach dem Wochenbett alles total richtig. Magst du auch im Wochenbett nicht Händchen halten? Nein, gar nicht. Wenn eine Mama alles das weg. Nicht möchte, das ist okay. Muss sie gar nicht. Nein, finde ich auch so. Da war ich auch komplett. Also, ich glaube, hier kann man über Gespräche ganz viel mehr aufbauen. Ja. Weil auch gerade das ist ja das, was jetzt, willst du sonst? Entschuldigung, nicht kratzen. Zwei Köpfe, ein Gedanke. Genau, also um überhaupt Nähe zu schaffen, bedarf es ganz, ganz viel Arbeit von Seiten tatsächlich der Partner. Und zwar ist es so, ich brauche als frisch gebackene Mama erstmal jemanden, der mir sagt, dass ich meinen Job toll gemacht habe als Mama, dass wie toll ich bin, wie, also diese Aufmerksamkeit oder Wertschätzung. Ich würde noch einen anderen Schritt gar nicht, ich will loben, weiß ich gar nicht, wie toll ich das finden würde, wenn mein Mann sagt, hast du toll gemacht. Nein, als aber viele, Wertschätzung. Ich sehe, was du machst. So, ich sehe, dass du den ganzen so Tag heute, ich sehe, dass du den ganzen Tag heute irgendwie hier mit Tasche wird trotzdem schon nett. Nein, Quatsch. Auch Blumenstreuße sind gerne genommen. Ja. Nein, aber ich glaube, Ich glaube nicht ernsthaft, nicht in der Praxis, dass wir hören wollen, das hast du gut gemacht. Dann würden wir innerlich denken, nein, aber trotzdem Verständnis und Wertschätzung, also vor allem Verständnis für die Zeit. Ich sehe, was du tust. Ich sehe, dass es anstrengend sein muss. Ich sehe, dass es hier gerade echt viel ist. Ich sehe dich. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, und da kommen wir wieder zu Julia, ich glaube, genau darüber,
darf Nähe entstehen, eine ganz neue Nähe vielleicht, eine bisher auch noch nicht gelebte, weil man hat ja tatsächlich auch körperliche Intimitäten austauschen müssen, um ein Kind zu zeugen. Das geht nicht über Gespräche, meistens. Aber tatsächlich ist es total wichtig, finde ich, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Und das gerade, und das zählt nicht nur im Wochenbett, das zählt auch für die nächsten 1-2 Jahre, wenn Schlaf uns raubt und wahnsinnig macht und was Judith gerade schon sagt und dann kommt der Mann abends noch und will kuscheln. Nein, nein, ihr müsst gar nichts, wenn ihr nicht wollt. Und natürlich haben beide Paare ein Bedürfnis, aber das Bedürfnis nach Intimität ist nicht zwangsläufig zu befriedigen, indem man intim auf der körperlichen Seite wird. Man darf auch intim in Gesprächen werden. Heißt, sich verletzlich zeigen, zeigen und sagen, was einen gerade bewegt und auch wirklich auch hier, was glaubst du, wie ich mich gerade fühle mit meinen fettigen Haaren und mit meiner Narbe, tut mir weh, oder die Brüste, die kurz vorm Platzen sind. Reden, damit auch beide sich wieder gegenseitig verstehen. Und der Partner, finde ich, darf auch durchaus sagen, wie es ihm gerade geht oder ihr. Jetzt sind da 2 Kinder, ich muss für alle sorgen, ich muss die Familie irgendwie ernähren, du bist zu Hause. Und da passiert ja auch seitens des Mannes ganz, ganz viel. Total, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Nähe neu identifizieren dürfen und neu bewerten dürfen, dass das tatsächlich etwas ist, was Partnerschaften tragen darf über die nächsten 1-2 Jahre, bis ein Kind einigermaßen verlässlich gut schläft und die Mama auch wieder ihren normalen Erholungswert nachts zurückbekommt. Bis dahin darf, finde ich, tatsächlich das Tempo von der Frau vorgegeben werden, weil sie hat die ganzen Entbehrungen. Sie hat Entbehrungen im Alltag, sie hat Entbehrungen in der Nacht, sie hat überall, was sie weggeben muss. Na, allein das Körperliche. Ja. Also hast du halt schon irgendwie diese 40 Wochen mehr oder weniger dieses Kind produziert und warst nicht mehr alleine in deinem Körper. Und hinterher ist es zwar raus, aber es ist ja irgendwie immer noch da. Also ja. Du bist ja gar nicht mehr, du bist ja nie mehr alleine gefühlt. Mhm. Gefühlt. Genau. So. Gut, dass die Entscheidung schon durch ist, sonst hätte ich jetzt Angst bekommen. Ja, also es heißt ja nicht zwangsläufig, dass das immer was ganz Schlimmes ist. Es ist ja auch schön, das sage ich ja gar nicht. Aber nichtsdestotrotz ging es mir so, auch da kann ich natürlich nur für mich sprechen, ich habe die Schwangerschaften sehr deutlich gespürt und ich habe auch die Zeit danach sehr deutlich gespürt, was mein Körper gerade nicht mehr leisten kann, was er konnte. Dass man da irgendwann wieder hinkommt vielleicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber in dem Moment, wenn der Beckenboden irgendwie noch scheiße ist und es tut überall weh und du hast dich verlegen, weil du nur auf der einen Seite liegen darfst, weil das Baby da... So, also es ist ja einfach, ich fühlte mich nicht wohl in meinem Körper. Und wie soll jemand anders das dann... Und wie cool ist dann, wenn der Mann sagt, ich nehme das Baby, du gehst jetzt duschen. Yeah. Jetzt mach mal diese fettigen Haare mal weg, damit du dich wieder wohlfühlst. Ich weiß noch, diese erste Dusche. Und ich habe ihn geliebt, dass er mir einfach dieses Kind abgenommen hat. Und ich konnte duschen und konnte diesen ganzen, Entschuldigung, Rotz vom Körper waschen. Ja. Ne, meine Haare wieder waschen. Und danach bin ich dann wie neugeboren irgendwie raus und sage, okay, jetzt mache ich wieder weiter. Aber was das für eine Wohltat ist, diese erste Dusche. Und dann... Schritt 2, irgendwann, ich gehe zum Friseur alleine, solche Sachen, weißt du, wo du denkst, so, ja, das sind aber diese kleinen Liebesbeweise, die auch schon ganz viel ausmachen und Kleinigkeiten, dieses, ich sehe, was du tust und ich nehme dir das jetzt mal kurz ab, damit du mal kurz was für dich machen kannst, damit du mal einen Spaziergang auch vielleicht mal alleine machst, ne, einfach mal um den Block gehen und mal kurz oder zu Putney gehen, solche, also vielleicht darf ich ja nicht mal, aber einfach mal kurz mir irgendwas Gutes tun, ein Drogeriemarkt da in der Weih gehen oder zum Markt oder wohin auch immer oder mit einer Freundin mal kurz einen Kaffee. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Das sind ja alles Selbstverständlichkeiten. Also ja, das natürlich, ist ja schon aber die so, sind nicht unbedingt da. Nein, aber die sind einfach gelebt als Selbstverständlichkeiten. Ja. Also die Person in der Beziehung, die das Kind nicht zur Welt gebracht hat, geht ja weiterhin jeden Morgen duschen. Ja, genau. Wie immer. So, genau. Also idealerweise. Und ins Büro. Also, dass das auch anstrengend ist, ins Büro zu gehen und danach in den lauten Haushalt mit einer völlig erschöpften Mama, das ist ja sicherlich auch anstrengend. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber dass es für viele Mütter gerade in der ersten Zeit im Wochenbett nicht selbstverständlich ist, wie sonst jeden Morgen duschen zu gehen, sich in Ruhe die Zähne zu putzen. Ey, wie oft ich erst mittags dazu gekommen bin, und da denkt man, wir reden von 2 Minuten Zähneputzen. Ja. So. Aber dann hast du das Kind da vorne in der Wippe vor dir stehen, du machst die ganze Zeit noch huschi-huschi aus der Dusche raus, damit du mal in Ruhe duschen kannst und das Kind bespaßt ist. Wie anstrengend ist auf einmal duschen? Ja, ne? Dieses, komm her, 5 Minuten mal eben und ich gehe unter die Dusche entspannt und muss mal eben mich nicht kümmern. Und damit fängt es ja auch schon an. Ja, Kleinigkeiten. Also dass das gesehen wird, dass das ermöglicht wird, finde ich mega. Und auch da. Kommunikation. Oh, ja. Bitte dem Partner, der Partnerin sagen,
bevor du ins Büro gehst, ich würde gerne einmal kurz duschen. Mhm. Bitte achte mal auf den oder die Kleine. Können wir vielleicht eine Viertelstunde eher aufstehen, damit ich auch noch duschen kann? Genau. Irgendwie sowas. Ja. Ne? Mhm. Und nicht irgendwie bestimmend oder so, sondern einfach Wünsche äußern, ist ja auch immer die Frage, wie kommuniziere ich, wenn man jetzt sagt, zack, du bist, du nimmst jetzt mal den Kleinen, ich gehe duschen. Weiß ich nicht, ob das immer so zielführend ist, wenn ich aber sage, oh, ich würde es mir echt wünschen, es wäre super, lass uns das mal irgendwie arrangieren. Aber vor allem auch das Sprechen und nicht glauben, hell zu sehen. Also nee, genau, ist, der Partner. Also, genau. Das ist aber oft, also da muss man jetzt ja weit ausholen. Wir haben ja oft nicht gelernt, unsere Wünsche zu kommunizieren und zu sagen, was ich mir als Bedürfnisbefriedigung wünschen würde. Und dann fällt es mir natürlich total schwer zu sagen, bitte übernimm du jetzt das Kind. Ich muss mal eben 10 Minuten für mich unter der Dusche alleine stehen dürfen, ohne dass ich mich jetzt hier noch um irgendjemanden kümmern muss. Das fällt vielen Frauen da draußen extrem schwer. Ja, weil sie erwarten, dass es gesehen wird. Ne? Genau, ich muss ihm das doch nicht sagen. Das muss er doch sehen, dass ich duschen will. Nein. Genau, und dann entstehen Enttäuschungen. Enttäuschungen sind unerfüllte Erwartungen. Genau, und total richtig. Bist du voll in dieser Streitspirale nachher drin, ne? Oder in dieser Frustspirale. Ja, Enttäuschungen sind unerfüllte Erwartungen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, also auch von beiden Seiten. Ne? Ja, und deswegen, die sind dann einfach nicht kommuniziert. Ja. Das heißt, es liegt wieder an mir selber. Ja, und auch an beiden. Und ich glaube auch an der Stelle auch die PartnerInnen dürfen, also der nicht geboren haben, die dürfen auch durchaus auch bei sich bleiben und auch feststellen, was es für die ausmacht. Ne? Das ist natürlich auch für den Partner, der jetzt nicht stillt, auch eine Herausforderung, nochmal ein Stück nach hinten weiterzugehen, nochmal wieder in die Entbehrung auch hier zu gehen, dass man wieder, vielleicht hat man vorher schon ein Kind gehabt, was 2-3 Jahre alt war und man hat dann vielleicht auch schon die ersten Momente wieder miteinander zusammen gehabt und auch schon mal wieder einen Babysitter, dass man jetzt wieder bei null anfängt, das macht auch für den anderen was aus. Bist du gerade beim, wem gehört eigentlich diese Brüste, oder? Meine. Ich habe die zuerst gesehen. Aber das sind ja aber genau zwei Punkte, die das vereinen. Also das erste ist, dass der Körper viel empfindlicher ist und auf einmal jemand anders plötzlich wieder Vorrang hat. Und das andere ist ja die Gegenseite davon, die Exklusivität, die man als stillende Mutter hat, die ist ja erstmal da. Also ein Vater kann nicht stillen, der kann Flasche geben. Ja. Aber trotzdem ist das ja auch was, und das finde ich auch total wichtig, selbst wenn das Stillen super funktioniert, ist es eine Überlegung wert, ob man Fläschchen nicht auch integriert, einfach damit der Partner, die Partnerin auch diese wirklich intimen, schönen Momente mit dem Kind haben kann. So. Ja. Abgeben. Also das frustriert ja auch, wenn du siehst, all die Liebe, all die Zärtlichkeit kriegt auf einmal dieses kleine Wesen. Und ich kann in der Zeit schlafen. Also bitte, ja, was ist das oder für eine coole Konstellation? Partnerin gibt Flasche. Ich kann in der Zeit schlafen. Oder mich ums zweite Kind kümmern. Oder da auch einfach mal eine Nacht durchschlafen. Das ist ja auch schon wieder, tanke ich wieder Kraft. Aber ich glaube, wir müssen auch wirklich nochmal, wir sind ja jetzt bei den Mamas, die schon ein Kind haben. Mhm. Schlafen wäre schon schön, aber genau, was Judith sagt, die Nähe, dass man auch das abendliche Stillen oder Flasche geben nochmal abgeben darf, dass ich auch mit meinem erstgeborenen Kind vielleicht sogar mal raus kann, nicht nur zu Hause sein muss, sondern nachher auch vielleicht zum Kinderturnen wieder gehe und so weiter. Also ich glaube, Schlafen sowieso, Königsdisziplin für alle Mamas, immer. Oder das Kind ins Bett bringen. Aber da würde ich nur gerne gleich nochmal was sagen. Das Erstgeborene, jetzt habe ich es wieder mit der Zahl, das Erstgeborene tatsächlich wird davon profitieren, wenn ich loslassen kann und mein Partner Baby übergeben kann, beziehungsweise hier auch, wie Judith sagt, selbstverständlich eigentlich, dass hier das geteilt wird. Und alles, wo wir jetzt hier drüber reden, verbindet alles Nähe. Mhm. Also wenn ich darüber mich austauschen kann mit meiner Partnerin, meinem Partner, wenn ich über meine Ängste und Sorgen und Bedürfnisse sprechen kann, bauen wir eine Nähe auf. Wir sehen uns, wir hören uns zu, wir widmen uns einander, den Bedürfnissen, den Wünschen, den Sorgen, den Ängsten. Das ist das, wovon Partnerschaften leben die nächsten Jahre, über diese neue Nähe, die sprechen heißt. Und auch wenn es selbstverständlich ist und ich es als selbstverständlich empfinde, ist es eine total schöne Geste. Das haben wir tatsächlich beim zweiten Kind auch mehr oder weniger eingeführt, zu sagen, du, danke, dass du das gemacht hast. Auch schön. Das hat mir total geholfen. Danke, dass du dieses Essen jetzt für uns gezaubert hast. Danke, dass du mal kurz mir das Baby abgenommen hast. Ich kann jetzt das zweite Kind beim Schlafen begleiten, beim Einschlafen begleiten. Hat mir total geholfen. Danke, dass ich jetzt mal kurz geduscht habe. Ja, es ist selbstverständlich. Das ist ja auch Wertschätzung, aber es macht wieder was. Es ist eine Form der Wertschätzung, zu sagen,
oh, toll, hat total gut getan, danke. Ja, ja, das machen wir heute noch. Ich finde, das macht ganz viel aus. Ja, stimmt, total richtig. Und Verständnis haben für die andere Seite. Also ich finde, also ein ganz großes Kampfthema ist dieses nächtliche Flasche geben. Weil viele Frauen erwarten, dass ihr Mann nachts die Flasche gibt. Da möchte ich einmal bitte an alle Frauen appellieren. Wir haben diese Superhormone, die haben die Männer nicht. Die Männer dürfen am nächsten Tag ins Büro. Ja, wir müssen unseren Tag auch irgendwie durchkämpfen, klar. Nur was wir nicht vergessen dürfen, ist bitte, dass die Männer diese Hormone nicht haben. Das heißt, wenn wir verlangen von denen, dass die nachts aufstehen, um die Flasche zu geben, macht das also die fast noch fertiger als uns. Ja, ich glaube, also, verlangen ist ja aber auch schon schwierig. Also ich bin voll bei dir. Verlangen ist aber, glaube ich, schon schwierig. Verlangen ist schwierig, also, aber gibt es drüber reden, den Wunsch äußern, vielleicht am Wochenende irgendwie. Aber auch sagen, das ist ja eine Sache. Verlagern, ne? Genau, die muss ja besprochen werden. Ja, es ist eine Absprachegeschichte. Aber wenn der Mann sagt, bitte, ich schaffe es einfach nicht. Auch da dürfen wir dann Verständnis für haben. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir es am Tag dann irgendwie arrangieren mit den Partnern, wie auch immer. Aber also es ist halt aus der Praxis, kann ich das sagen, es ist ein Kampfthema. Und für Frauen ist es ganz häufig selbstverständlich. Ja, der kann auch mal nachts die Flasche geben. Ja, kann er. Besprecht es miteinander. Aber sei nicht böse, wenn es irgendwie nicht funktioniert, weil es ist einfach wirklich schwierig. Und ohne die Hormone ist es schwierig. Genau. Aber ich glaube, auch hier ist ein bisschen wieder das Individuelle zu sehen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich, dass der Partner oder die Partnerin besser in den Schlaf wiederfindet nach einer unterbrochenen Nacht. Da gibt es ja auch tatsächlich immer oder öfter einer, der es gut kann und einer, die es nicht so gut kann. Genau. Also auch da darf man sich abwechseln. Aber was auch nochmal an der Stelle ja wichtig ist zu sagen, dass beide, also ich finde durchaus den Wunsch von der Mama, übernimm du mal eine Nacht, total richtig und wichtig. Aber was Julia eben sagte, dann wird es halt am Wochenende gemacht. Ja, genau. Es müssen halt Kompromisse hergeleitet werden, dass es nicht immer automatisch in einer Person hängen bleibt, sondern dass beide Partner im Zweifel am nächsten Tag ein bisschen müde sein dürfen. Genau, nur keine Erwartung schüren, sondern sprechen, ne? Wünsche äußern. Also auch da die richtige Kommunikation wählen. Naja, und auch Verständnis und ein Perspektivwechsel vielleicht. Also wirklich, wir neigen ja generell dazu, zu denken, uns geht's am krassesten, wir leisten das meiste und am schlechtesten geht's uns mal sowieso. Mhm. Man darf sich aber auch gerne hinterfragen, wie geht's der anderen Seite denn eigentlich? Genau. Das Schlaf ist jetzt auch nicht so richtig geil, weil das Baby ja vielleicht weint nachts und dann wird er oder sie eben auch wach. Mhm. Den ganzen Tag dann im Job zu performen, zu wissen, oh, eigentlich wäre ich viel lieber bei meinem Baby und bei meiner Frau oder was auch immer. Ist ja auch nicht immer easy. So. Mhm. Also vielleicht ist das auch ein Weg, dass man einmal kurz überlegt, wie könnte sich denn die andere Person fühlen und wie kann ich an der Stelle besser in die Kommunikation kommen. Es muss ja nichts in Stein gemeißelt werden. Es darf ausprobiert werden. Genau. Das, was in die eigenen Familien passt. Und auch da sprechen. Vielleicht tut es dem Mann auch gut, dass man sagt, komm her, du schläfst jetzt mal eine Runde auf dem Sofa. Auch du schläfst jetzt mal die Nacht durch. Ich kümmere mich heute. Ja. Du machst das wiederum am Wochenende. Ja. Lass uns da irgendwie Kompromisse finden, dass wir beide gut klarkommen und beide unseren Schlaf kriegen. Nur verspricht, dem kann geholfen werden. Ja, genau. Ja, das ist so. Also wir haben am Wochenende das dann immer so gemacht. Jeder hatte einen Tag zum Ausschlafen. Mal war es der eine, mal war es der andere. Und das war auch super. Und dann wurde halt geknackt bis in die Puppen. Ne? Also, es wurde geknackt bis in die Puppen. An dieser Stelle möchte ich einen Riegel vorschieben. Ihr Lieben, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich finde, wir könnten noch ungefähr 3 Stunden weitersprechen, weil das einfach so Themen sind, die... Naja, mit einem Gedanken kommt man immer wieder auf den nächsten. Und ich habe bis Dienstag Zeit. Und ihr? Ja, wir machen einfach die Nacht durch. Kein Problem. Alles klar. In der nächsten Woche gibt es dann schon die letzte Folge der Sonderstoffel. Ihr könnt jederzeit natürlich nochmal die ersten beiden Folgen anhören oder die erste Staffel, die im Sommer ausgestrahlt worden ist. Tschüss. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.